Hallo, ich bin Fabian von Würfelbar. Seit neuestem sind im Chapter Approved 2022 für viele Fraktionen neue Punkte gekommen. Die gehe ich nun alle mit euch durch und ich werde einschätzen, inwieweit sich dadurch eure Armee verändert. Selbstverständlich kenne ich mich nicht mit allen Völkern gut genug aus, deswegen ist unser Gast Sebastian dabei und hilft mir und der kennt sich wirklich gut aus. Würfelbar, schenkt dir ein Spiel ein. Deine Fraktion, Sebastian, die Drukhari, sie sind aktuell verdammt stark. Sie sind so ein bisschen der Boogeyman im Haus. Haben sie denn richtig, richtig auf die Mütze bekommen? Brauchen wir keine Angst mehr haben vor Drukhari? Sag mal, was sich an den Punkten bitte geändert hat. Also, die hatten ja im Prinzip schon im November die große Punkteveränderung, deswegen war diesmal kaum was. Allerdings, tatsächlich, zwei Sachen haben sich geändert. Zum einen, der Tantalus ist 30 Punkte runtergegangen, das ist ein großes Fortschrittmodell, und der Reaper auch 10 Punkte. Ebenfalls Fortschrittmodell, schießt aber W6 Lanzenschüsse. Also eigentlich ein hervorragendes Modell, ich habe es tatsächlich vorher schon gespielt. Und das macht es jetzt natürlich sogar noch attraktiver. Was wirklich entscheidend ist oder sein kann, ist eben halt, dass ich nicht mehr Covens oder Kulte mischen kann. Dadurch wird zukünftig nur noch ein Meister Archon und eine Meister Succubus auf dem Tisch stehen, im Gegensatz zu vorher. Vorher hat man das zum Teil zum Beispiel Double Trueborn gesehen. Die gehen jetzt halt nicht mehr. Was auch nicht mehr geht, ist zum Beispiel die aktuelle Coven-Liste. Es klingt nach sehr, sehr harten Nerfs. Denkst du denn, die Drukhari werden weiterhin spielbar sein? Gerade durch die neuen Missionen, wo man viele gute Kerneinheiten brauchen, sage ich ganz ehrlich, welche Fraktionen waren noch mal die mit die besten Standardeinheiten? Ach ja, Drukhari. Insofern, sagen wir es mal so, man muss nur minimal die Detachments umstellen, beziehungsweise kann eben halt nicht mal die Meister-Succubus doppeln, aber am Ende wird das dem Drukhari-Spieler nur bedingt wehtun, eigentlich gar nicht.